Es herrscht Krieg in der Ukraine und die Aktienmärkte feiern eine Party. Wie passt das zusammen? Warum passiert das? Warum feiern die Aktienmärkte diese Party? Das will ich in diesem Video einmal zeigen und dabei klarstellen, dass es dafür wirklich überzeugende Gründe gibt und sehr unüberzeugende Gründe. Und die Märkte sind vorwiegend aus den weniger überzeugenden Gründen gestiegen. Dazu gleich mehr. Zunächst mal schauen wir uns an, was gestern passiert ist. Der Nasdaq etwa von minus 4% auf über plus 3% gestiegen. Also ein 7% Anstieg von dem Tiefpunkt zum Hochpunkt. Das ist das biggest intraday Reversal, seit die Fed im Corona-Crash im März 2020 praktisch gesagt hat, wir gehen jetzt all in und retten die Märkte. Wir sehen unten Most Shorted Stocks mit einem massiven Anstieg. Wir sehen also einen Short Squeeze hier einerseits und wir sehen vor allem auch, dass das Absicherungsbedürfnis der Leute riesig war. Die haben Put-Optionen gekauft, haben also sich abgesichert nach unten oder gleich auf Short spekuliert. Noch nie gab es so viel Hedging für den Crash wie jetzt in den letzten Tagen. Über 1 Billion an diesen Optionen, die diese Optionen bewegen, wurde hier praktisch bewegt. Und das sind natürlich massive Dinge. Dann kam gestern dieser Rebound und viele haben dann ihre Puts verkauft, also mehr oder weniger die Position aufgelöst. Jetzt ist die Sache die, dass Market Maker, die diese Optionen an den Mann bringen, oder die Frau, dass die dann ja selbst teilweise abgesichert sind, die hedgen sich. Das heißt, wenn ein Kunde einen Put kauft auf ein Underlying, dann macht der Market Maker dasselbe eben mit dem Underlying selbst. Das heißt, jemand geht zum Beispiel eine Put-Option auf den S&P, dann verkauft er zum Beispiel der Market Maker selbst für sich den S&P Future, um sein Risiko abzusichern, weil er ja faktisch eigentlich gegen den Kunden wettet. Und als er dann die Investoren ihre Puts glattstellten, verkauften, dann haben die Market Maker eben auch ihre Absicherungspositionen, die auf fallende Kurse orientiert waren, eben auch glattgestellt. Und so entsteht eine Dynamik, die wir selten gesehen haben. Hier, in den 40 Jahren, seit es den S&P Future gibt, gab es nur 3-mal Sessions, wo wir über mehr als 2% gestartet sind, also mit einem Gap nach unten gestartet sind, dann auf ein 6-Monats-Tief gefallen sind, um dann mehr als 1% zu steigen. Das war im Jahr 2002, 24. Juli, 2008, 16. September und eben gestern. Und die Logik hat Danielle DiMartino Booth vielleicht auf den Punkt gebracht: No Swift, no Tease, green on the screen, also kein Ausschluss der russischen Finanzinstitute aus SWIFT, womit der Handel mit russischen Banken nicht mehr funktionieren würde in Dollar, damit praktisch alle Geschäftstätigkeit aus der Ausländer mit Russland mehr oder weniger auf Eis gelegt wären. Das ist also jetzt zunächst mal die Begründung, die Sanktionen. Biden hat dann eine weitgehend zahnlose Rede gestern wieder gehalten. Was soll man davon sagen? Jedenfalls dieses Muster, dass dann dass man im Prinzip vor solchen Invasionen verkauft, unsicher ist und dann kaum beginnt die Invasion. Und das haben wir Vietnamkrieg, Golfkrieg und so weiter alles schon gesehen, Irakkrieg. Jedenfalls sagt hier auch Nouriel Roubini, also es könnte sein, dass die Märkte so stark steigen, weil man sich denkt, okay, dieser Krieg ist ganz schnell vorbei, weil die Ukraine nicht großartig Widerstand leistet und das Ganze halt schnell dann wenigstens vorbei ist. Wir werden sehen, ob das passiert. Es gibt seitens der Ukrainer wohl 137 Tote, es gibt seitens der Russen irgendwas um die 50, soweit man bisher gehört hat. Aber der wichtigste Grund, wenn wir jetzt von menschlichen Tragödien wieder auf absurde Märkte kommen, ist, dass eben der Glaube jetzt da ist, dass das ein Gamechanger in Sachen monetärer Klimawandel ist. Jetzt haben wir sozusagen einen ernsthaften ökonomischen Schock. Das heißt, es würde dann, so sagte Robin Brooks, keine Zweitrundeneffekte geben, also dass dann Lohnsteigerungen kommen, dass praktisch diese Lohnpreisspirale sich aufspulen kann. Damit wird die EZB-Politik praktisch erst auf absehbare Zeit erstmal auf Hold gelegt. Also wir machen einfach weiter so wie bisher mit Anleihekäufen. Und Inflation ist die Story von gestern.
Echt jetzt? Das ist eine lustige Wahrnehmung, aber es ist das Narrativ derjenigen, die das Glas ein Siebtel voll sehen und nicht sechs Siebtel leer. Aber sei es drum, das muss man halt einmal bringen. Also es ist die Wette darauf, dass die Notenbanken jetzt unsicher werden und sagen, wir halten erstmal die Füße still. Die FED maximal ein Viertel Prozent die Zinsen anhebt. Aber jetzt Waller zum Beispiel heute Nacht. Das FED-Mitglied viel zu früh zu sagen, wie dieser Ukraine-Konflikt die Weltwirtschaft treffen wird. Aber es gibt einen Strong Case für eine Zinsanhebung von 50 Basispunkten, also halbes Prozent, wenn die Daten heiß sind. Und er würde gerne 100 Basispunkte bis Mitte des Jahres angehoben haben. Das ist so wie James Ballard, der auch sagt, wir müssen jetzt schnell auf die Bremse treten. Also gestern Mester zum Beispiel, die sich auch so geäußert hat und Dovischer war, gesagt hat, ja, wir wissen jetzt nicht, wir müssen erst mal gucken, also dass diesen monetären Klimawandel, dieses Treten auf die Bremse, diese hawkische Wendung der FED so ein bisschen relativiert hat. Waller ist hier ganz anders gestrickt. Die Märkte jedenfalls, Dow der schwächste Index, Value gestern schwächer. Und Tech, Nasdaq 3,34%, wie gesagt schon 4% im Minus. Zwischendurch die Sektoren unten, Energy, Financials, das waren die Sektoren, die seit Jahresbeginn am besten gelaufen sind. Und oben Technologie, das war der Sektor, der nicht so gut gelaufen ist, war nicht der schlechteste, aber einer der schlechtesten Sektoren, also alles auf den Kopf gestellt. Hier sehen wir mal die Dickfische Microsoft und Google mit dicken, dicken grünen Kerzen oder weißen hier in diesem Fall. Doppelböden und dann Bumsen nach oben. Das sind natürlich schon gute Zeichen eigentlich. Also rein charttechnisch ist das eher etwas, was ganz vernünftig aussieht. Aber dann gucken wir uns mal diese Chart an. Das ist der S&P 500. Und dann sehen wir hier diese Schulterkopf-Schulter-Formation. Nackenlinie gebrochen. Bums, Abwärtsdynamik. Und was wir jetzt gemacht haben, ist in etwa zur Nackenlinie zu laufen. Gestern hat der S&P 500 versucht, diese 4.300er Marke zu adagieren. Nochmal, also es ist nach wie vor eine technisch angeschlagene Situation. Wir hatten, was Charttechnik betrifft, gestern positive Divergenzen im RSI. Also es hatte, die Charts haben so ein bisschen danach geschrien, dass wir nach dem Ausverkauf dann gestern im europäischen Handel, respektive zur Eröffnung der Wall Street, dann einen Rebound sehen werden. Jetzt Ansprache von Zelensky, der sagt, das ist jetzt ein Krieg, das ist sozusagen jetzt der neue eiserne Vorhang, den wir hier sehen. Es sind nicht nur Raketenexplosionen, die wir hören, sondern es ist eben auch, dass Russland jetzt praktisch diesen eisernen Vorhang über das östliche Europa zieht. Und Zelensky hat auch gesagt, wir sind absolut alleingelassen worden jetzt bisher. Viele Worte, aber keine Taten. Eben der Europäer, auch der Amerikaner hält sich sehr, sehr schwer in Grenzen. In Polen übrigens, wenn man in Ostpolen unterwegs ist, eine Gegend, die ich sehr gut kenne aus biografischen Gründen, da ist es so, dass teilweise die Geldautomaten kein Geld mehr ausgeben. Die Leute heben panisch Geld ab und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Es ist so, dass teilweise hier die Lokalverwaltungen sagen, ihr kriegt nur noch 10 Liter Benzin pro Tank, weil sonst die Leute horten würden. Also es herrscht im Osten auch Polens eine gewisse Panik und wir sehen schon erste Aktionen, Reaktionen, dass jetzt zum Beispiel Uraniumaktien steigen, weil Vattenfall gesagt hat, wir kaufen also wir liefern praktisch nicht mehr an Firmen, die russisches Uran und Nuclear Fuel produzieren. Also das ist sozusagen schon eine erste Sanktion, eine freiwillige Sanktion von Vattenfall. Hier sehen wir mal diesen Full-Scale-Attack auf die Ukraine. Von Norden, von Süden, von Westen. Vor allem hat es die russische Luftwaffe offenkundig geschafft, praktisch die ukrainische Luftwaffe mehr oder weniger in wenigen Stunden auszuschalten, so wie die Dinge stehen. Derzeit stehen die russischen Truppen wohl jetzt vor Kiew. Das wird heute ein Tag unschöner Bilder. Es gibt schon viele Handyaufnahmen, Smartphoneaufnahmen, die dann auf Twitter reingestellt werden, die lassen Böses, Böses ahnen. Das ist eine absolute Tragödie. Und jetzt haben wir Flinten-Uschi als Kommissionspräsidentin.
Und was sagt sie dann zum Beispiel? Ja, die EU wird den Zugang zu Schlüsseltechnologien wie Semiconductors für die Russen begrenzen. Das können sie alle ruhig in China kaufen, da kriegen sie das auch. Das brauchen sie nicht von uns. Und hier Russland wird höhere Borrowing Costs haben, also praktisch sich höher zu höheren Zinsen am Geldmarkt refinanzieren. Und dann wird das deren Inflation steigern. Also jetzt ist sozusagen Inflation schon ein Mittel, das man bei der Sanktion anwenden will. Dabei hat man selber ein leichtes Problemchen mit der Inflation. Also wir sehen, vielleicht wenn es ganz dumm läuft, dann würden wir den Import russischer Kopfkissen verbieten. Das wäre aber dann so, dass natürlich die Russen dann echt vielleicht nochmal überlegen, sich aus der Ukraine zurückzuziehen. Oder wir schicken die 5000 Helme, die wir den Ukrainern geschickt haben, direkt nach Moskau, dann würden die auch wahrscheinlich sehr verunsichert sein da in dem Palast von Putin. Aber es ist schlichtweg so, ich hatte gestern nochmal die Bedeutung Russlands auf dem Rohstoffmarkt gezeigt, für Rohstoffe, für Energie. Und es geht eben sehr oft um Energie und genau da zucken die Europäer schon mal zurück. Wir sehen hier vor allem Deutschland, Italien, Ungarn aus anderen Gründen als Deutschland wahrscheinlich und Zypern sind also stark dagegen, Russland aus dem SWIFT-System auszuschließen. Und dieser Ausschluss wäre die einzig echte, zahnvolle Antwort des Westens an Russland. Aber man will sich nicht selber wehtun, man belässt es bei rhetorischen Floskeln. Die armen Ukrainer, wir verurteilen das, bla bla bla, aber passieren tut faktisch nichts. Und dementsprechend fühlt sich dann ein Putin natürlich vielleicht auch ermutigt. Ja, seht ihr, was? Das kann ich ja alles machen und da passiert nichts. Die Chinesen haben auch sehr genau hingeguckt und werden sich auch denken, hups, das ist alles sehr zahnlos, was da passiert. Der ukrainische Präsident ruft jetzt die östlichen NATO-Staaten auf, zu helfen. Und jedenfalls dürften jetzt eben schon langsam die Angriffe per Panzer der Russen auf Kiew beginnen. Was passiert in der Biden-Administration? Insider sagen, ja, es gibt hier die Befürchtung, dass sozusagen, wenn wir Waffen an die Ukrainer liefern hier, dass man das als eskalierende Maßnahme erkennen würde seitens der Russen. Also wir sehen, das ist natürlich eine Steilvorlage. Statt zu sagen, hey, hier ist ein Land überfallen worden, sagt man dann, ja, das könnte vielleicht missverstanden werden, wenn wir denen Waffen liefern. Das zeigt die ganze Zahnlosigkeit, das zeigt so diesen Abstieg des Westens, der schon lange im Gang ist, der dann nochmal besonders augenfällig wurde durch Trump. Im Prinzip jemand, der ein Anti-Establishment-Guy ist, der im Prinzip schon gezeigt hat, dass die Dinge da aus dem Ruder laufen, dass die Gesellschaft gespalten ist. Dann haben wir einen senilen alten US-Präsidenten, schmählicher Abzug aus Afghanistan, auch das wird Putin registriert haben. Und jetzt haben wir so diese nachdenkliche Haltung, die natürlich im Gegensatz zu dieser diktatorischen Entschlossenheit im Zweifel den Kürzeren zieht. Hier sehen wir mal die Bevölkerungsballungen in der Ukraine. Kiew natürlich etwa 2,9 Millionen Einwohner. Charkiw, also Charkow, auch so 1,4 Millionen. Also das ist locker so groß wie München etwa. Wir haben Donetsk, etwa 1 Million Einwohner, die hier der Fall sind. Im Westen haben wir Lemberg, knapp 800.000 Einwohner. Und es dürfte jetzt so sein, dass die nächste Flüchtlingskrise auf uns zukommt. Etwa 1 Million Ukrainer dürften fliehen und die haben sehr gute Gründe dafür. Wenn wir überhaupt über Asyl sprechen, dann müssen wir diese Leute aufnehmen. Das hilft ja nichts, wenn ein politisches Asyl berechtigt ist, dann da. Also da ist dann auch wieder Europa der Leidtragende für diese Aufnahme dieser Leute, die gehen dann nicht in die USA. Hier sehen wir mal diese Geschichte mit der NATO-Osterweiterung. Hier oben das Bild hier von Gabor Steingart aus dem Morning Briefing. Hier sehen wir, dass eben bis Ende der Sowjetunion oder bis 1989 NATO blau und Warschauer Pakt eben rot und wir sehen, wie stark sich das ausgeweitet hat. Das ist natürlich das, was sozusagen offiziell das Argument für die Russen ist, zu sagen, Leute, ihr kreist uns ein und die Ukraine wäre früher oder später in die NATO gekommen, da könnt ihr uns erzählen, was ihr wollt. Und dann wären wir komplett eingekreist. Das ist also das vorwiegend strategische Motiv für Putin. Gestern
massiver Abverkauf. In Moskau 38% ist es nach unten gegangen. Es ist das erste Mal seit 1987, dass ein so großer Abverkauf bei einem Markt stattfindet mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 50 Milliarden Dollar, wie das in Moskau der Fall ist an der Börse. So, jetzt ist die Frage, was könnte man denn tun? Saudi-Arabien hat hier mal etwas sehr Geschicktes gemacht. Man hat im Jahr 2020 die Russen echt in die Knie gezwungen. Es ging damals um Uneinigkeit in Sachen Ölförderung mit der OPEC. Was hat Saudi-Arabien gemacht? Die haben gesagt, wir fördern jetzt ohne Ende. Dadurch ist der Ölpreis unter Druck gekommen, und zwar massiv unter Druck gekommen. Die Saudis, die finanziell gut ausgestattet sind, konnten das besser verkraften als die Russen. Die Russen haben dann einen Rückzieher gemacht. Das sind so diese, könnte man sagen, Strategeme, wie Christian Rieck sie nennt, also diese Kriegslisten. Das haben die Saudis sehr gut gemacht. Sollte der Westen mal darüber nachdenken, ob er nicht die Chance hat, möglicherweise den Ölpreis voll nach unten knallen zu lassen. Das wäre auch in Sachen Inflation ganz gut. Und in Sachen Inflation, IFO-Institut hier, neue Meldungen heute ganz frisch. Neuer Rekord bei Preiserhöhungen, vor allem bei konsumnahen Dienstleistern. Unten in dieser Grafik geht es massiv nach oben mit den Preisen. Und das ist genau der Grund, warum diese Rallye auf Dauer nicht funktioniert, weil es schlichtweg so ist, dass die Inflation uns aus dem Ruder laufen wird, dass die Dinge noch extremer werden in Sachen Inflation. Und dann kann eine Notenbank nicht zuschauen, sonst verliert sie ihre Glaubwürdigkeit. Ihre Glaubwürdigkeit ist das größte Kapital, das sie hat. Das haben die schon teilweise verloren, diese Glaubwürdigkeit. Das ist das Problem. Hier sehen wir die Importpreise. Ein Artikel, den ich Ihnen unter dem Video gleich verlinken werde. Mit höchster Steigerung seit 1974, Gas 302% gestiegen. Und das wird noch weitergehen. Also das sind die Importpreise. Das ist die Inflation von morgen, wenn man so will, für uns. Die gestiegenen Kosten. Und all das, diese Thematiken, Inflation, Zentralbanken in der Krise, wohin steuert unser Geld? Mit dem großartigen Thomas Mayer, Stefan Risse und ich haben gestern darüber diskutiert. Das ist 70 Minuten absolute Substanz. Ich bin stolz, dass ich da dabei sein durfte bei dieser Geschichte. Stolz, dankbar und auch demütig. Und das werde ich Ihnen unter dem Video nochmal verlinken, falls Sie es nicht gesehen haben. Wenn Sie es nicht gesehen haben, schauen Sie es am Wochenende an. Absolutes Muss, meine Damen und Herren, also die beiden Links zu dem Artikel und hier dieses Boom und Bust mit Thomas Mayer. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.